Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Stardew Valley Expanded. Wir haben in den letzten Folgen mal angefangen, so ein bisschen die Neuheiten hier zu erkunden, die jetzt mit dem 1.6 Update kamen. Haben aber gleichzeitig auch festgestellt, dass es wohl in dem Expanded zusätzlich auch noch Neuerungen gibt. Wir haben einen Baum gefunden, den man wiederherstellen konnte, weil der wohl irgendwie kaputt gegangen ist. Habe ich das jetzt auf dem Pferd aufgehoben? War aber auf dem... Nee! Ich kann auf dem Pferd aufheben! war auf Deutsch, von daher vermute ich mal eher, dass das von dem 1.6er kam. Wir können jetzt zu Pferde die Sachen aufheben, was früher auch nicht ging. Ich liebe dieses verdammte Spiel. Ich liebe es so sehr. Ups. Es ist so schön. Und in der letzten Folge haben wir sogar, das war dann von Expanded, weil das war komplett auf Englisch, haben wir sogar den geheimen Wald gefunden oder beziehungsweise jetzt nicht unbedingt der geheime Wald, sondern wir haben wohl die, Alter, ich will hier endlich mal irgendwie hoch. Haben wir wohl die Welt gefunden, in der die Unimos leben, weil wir sind durch einen Teleporter in einen uns komplett fremden Wald gekommen und haben durch ein kleines Labyrinth dann zu einem kleinen Dörfchen gefunden, wo die Unimos leben und uns Sachen andrehen, wollte ich gerade sagen, und uns Sachen anbieten. Wir haben ein paar Relikte und Artefakte gekauft, wir können ein paar Samen kaufen, Dekoration. Und hier kommen wir nicht durch. Und das ist so unfassbar cool gemacht. Ich liebe dieses Spiel und ich liebe diese Mod einfach. Ich meine, wie liebevoll und detailreich kann man bitte so ein Pixelspiel programmieren? Da können sich so diverse... Guck hier, da haben wir diese kleinen, so ein kleines Mini-Häuschen rausgebaut. Und hier sind noch mehr solcher Bäume. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier so ein kleines Zwergendörfchen aufbauen. Und ich habe auch schon in dieser Folge gesagt, für die Leute, die sich dran erinnern, gab es in den ganzen Harvest Moon Spielen so kleine Erntewichtelchen. In Rot, in Grün, so wie die Unimos ungefähr, nur halt in Zwergenförmchen. Vielleicht kommen die ja da dazu. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen und ich bin echt gespannt und ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Pilz, Pilz, Pilz. Ach, das ist ja alles Sommergezubel hier. Was haben wir denn sonst noch? Hier haben wir eine Pizza. Oh, eine Pizza hätte ich jetzt auch gern. Eine Pizza. Ah, nee, warte. Ich habe ja Essen, glaube ich, hier unten irgendwo drin liegen. Ne? Eine lecker geile Pizza. Und wir haben blaues Gras. Keine Ahnung, was das blaue Gras sein soll, aber wir haben blaues Gras. Ich habe mal welches mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht zu irgendwas. Abgeben, 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 abgeben. So. Wir haben fertig für heute und gehen schlafen. Gegossen haben wir, glaube ich, auch alles, was wir brauchen. Oh ja, wo ist denn unsere Chili? Wo ist denn unsere Schildi-Krödi? Ist die im Haus jetzt drin? Liegt die jetzt auch auf unserem Bett, so wie Royam? Schildi, Manfred, da unten. Hallo, Manfred. Hallo. Eine Schildkröte für 500.000 übrigens, aber egal, wir können es uns leisten. Und dann hat der Mr. Key, ist da irgendwann mal über unsere Stadt geflogen. Oh. Oh, was? Oh, guck mal, ich stehe da hinten in der Ecke. Hä? Warum stehe ich da unten in der Ecke? Du hast irgendwas westlich vom Zundersaftwald gespürt. Oh, Mann. Da kommt jetzt alles auf einmal. Guck mal, sieht aus wie so ein Seestern. Oh, Mann. Und ich muss jetzt erst ernten.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh, heute hat auch die kleine Jas Geburtstag. Die braucht dann wieder ihre pinke Torte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu arbeiten. Es kommt auf einmal so viel. Oh Mann, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel mehr als Palworld. Palworld ist scheiße dagegen. Ganz ehrlich. Nein, Quatsch. Palworld ist auch cool. Aber ich habe aktuell echt Probleme mit dem Spiel. Ich habe echt Probleme mit dem Spiel. Es stürzt mir ständig ab. Es ist einfach sehr grind- und sammellastig. Gut, ich vermute mal, dass das Spiel vielleicht vermehrt abgestürzt ist, weil ich ein bisschen rumgecheatet habe. Ne? Ich hatte ein Cheat-Programm eingeschaltet. Vielleicht hat sich das nicht mit dem vertragen. Aber es hat auf einmal, also es ist nicht, es, abgesehen davon, dass es halt oft abgestürzt ist, ich hatte auf einmal, ne, also diejenigen von euch, die das vielleicht gucken, zu dem Zeitpunkt, es hat übelst geruckelt aus heiterem Himmel nach einer Teleportation zu irgendeinem Gebiet. Da hat das übelst geruckelt, ging nicht mehr weg, hab das Spiel dann zwangsbeendet, sag ich mal, mit Alt F4, nicht Alt F4, hat nicht funktioniert, mit STRG und Entfernen, glaube ich, war das. Oder ist das? Und dann hat der ganze PC, der hing hinterher. Er hat die Seiten nur noch verzögert aufgemacht. Er hat Programme nur noch verzögert aufgemacht. Und dann musste ich sogar den PC neu starten. Erinnert mich so ein winzig kleines bisschen an Ark tatsächlich. Ich hoffe, die machen noch ein bisschen was an der Performance. Aber ich muss gestehen, mein PC wird halt mittlerweile auch echt alt. Das muss ich halt auch gestehen. Mein PC wird mittlerweile echt alt. Also der geht jetzt auf die 10 Jahre zu mittlerweile, aber ich kann noch ganz viel spielen. Ich kann noch WoW einwandfrei spielen. Sicherlich, es gibt gelegentlich mal ein bisschen Ruckeln, ja. Ich habe halt auch einige Mods mit drauf, ne, für das WoW. Und wenn sau viel los ist, ne, bei 20, 25 Spieler, die auf einem Boss rumprügeln, wird's schon mal etwas ruckeliger, ne? Aber ich kann es noch spielen, ich kann noch kämpfen, ich habe keine Einschränkungen dabei. Es dauert ein bisschen länger, bis das Spiel geladen ist, vor allem wenn ich das erste Mal starte, nachdem der PC hochgefahren ist. Da dauert es immer ein bisschen, bis alles vollkommen da ist. Aber ich kann es noch spielen. Ich konnte zum Beispiel auch das Dead Space super spielen. Ich kann das Palworld eigentlich gut spielen. Ich kann, ja, aber halt so richtig krass hochrangige Spiele wird's schwierig. Ne, ich habe das zum Beispiel bei Final Fantasy 15 gemerkt, dass es da so allmählich schon ein bisschen ruckelt. Und nicht mal ganz so flüssig läuft. Geschweige denn die HD-Version, da ging gar nichts. Die hat er noch nicht mal akzeptiert. Ne, die war Gott sei Dank ja kostenlos. Und dachte ich mir so, oh ja, komm hier, probierst du mal. Und oh, dein PC, der wird bestimmt schreien vor Schmerzen. Ja, er hat die zwar installiert, aber er hat diese Mod nicht akzeptiert oder aktiviert, weil mein PC dafür einfach nicht mehr ausgelegt ist. Der ist viel zu alt schon dafür. Und in der Hinsicht brauche ich mir da, glaube ich, keine großen Hoffnungen machen. Und dementsprechend werde ich wahrscheinlich auch nicht das Final Fantasy VII Remake spielen können, geschweige denn irgendein anderes Final Fantasy davon. Das wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Das heißt, ich werde vorerst mal, ich meine, Let's Playen darf ich sowieso nicht. Da hat ja Square Enix sowieso was gegen. Ich hatte damals schon für den 15er angefragt. Da hieß es schon, nee, wir wollen Leute haben, die wo ein bisschen mehr Reichweite haben. Wo ich mir dann dachte, ja, mein Gott, ne, wo das Problem ist, verstehe ich sowieso nicht. Ich meine, ich kann ja immerhin vielleicht 10 oder 20 oder vielleicht 100 Abonnenten bei mir haben, die halt ein großer Streamer, zum Beispiel ein Gronkh oder so, halt nicht hat. Und das sind dann unter Umständen halt wieder 100 Käufer, die man durch mich vielleicht gekriegt hat oder so, ne? Also, warum man da generell was gegen hat, verstehe ich sowieso nicht. Ich meine, das gibt ja auch
gibt ja auch Reichweite. Also nicht mir, sondern zum Beispiel dem Spiel oder so. Vor allem, wenn es halt gute Spiele sind, ne? Hier zum Beispiel hier beim Stardew Valley. Also, ne? Bestes Beispiel. Oder Zepterra zum Beispiel, als ich das Let's Played habe, da haben die Entwickler auch gesagt, ja, mach gerne, super, haben wir überhaupt nichts gegen, tob dich aus, bliblablub. Und ist halt auch ein super Game, teilweise ein bisschen anstrengend, aber auch ein super Game. Und, ja. Ich verstehe halt das Problem nicht. Aber wenn die halt sagen, nee, dann wollen wir nicht, ja, dann wollen sie es halt nicht, ne, dann muss man das akzeptieren. Deswegen wird in Sachen Final Fantasy wahrscheinlich nie was von mir kommen. Außer ich bin irgendwann mal so groß, dass die von sich aus auf mich zukommen und sagen, ey, komm, wollen wir nicht, ne? Aber ich glaube, vorher wird da wahrscheinlich nicht viel passieren. Und daher werdet ihr bei mir wahrscheinlich niemals ein Let's Play dazu sehen. Ich werde das dann eher wahrscheinlich für mich privat erspielen. Ist die Kleine denn daheim? Natürlich nicht. Hätte mich Akku wundert, wenn es anders gewesen wäre. Ne, wo ist denn die Gute? Shanugi! Oh, guck mal, jetzt ist da hinten auch nichts mehr verbuggt. Und jetzt wird auch angezeigt, wo die Leute wirklich sind. Vorausgesetzt, man findet sie. Da! Die sind da unten. Da, wo der Friedhof ist. Ach, die sitzen da bestimmt wieder in diesem Dingensbums rum. Hallo Leute, ich hab was mit. Aber ich finde das geil, dass man das jetzt auf dem Pferd aufheben kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das von Expanded ist. Oder Shatop. Oder vom normalen, aber ich find's cool. Oh. Oh, du bist ein großer. Was machst du denn da? Oh, hi, mein Lieben. Ich beobachte gerade diesen Seestern hier im Wasser. Guck mal, dieses leuchtende Orange. Oh, cool. Wow. Bist du hierher gekommen, um ein paar Korallen und Seeigel zu sammeln? Vielleicht. Was soll ich sagen? Die lassen sich sehr gut für ein bisschen Geld verkaufen. Ich habe dich bei diesen... Wie hieß das? Gezeiten? Gezeitentümpel? Bei den Gezeitentümpeln gesehen und wollte Hallo sagen. Ich mag die Ozeankreaturen ganz doll. Diese Gezeitentümpel zeigen mir... gewähren mir oder... Lassen mich hier einen ganz nahen Blick auf alle von denen werfen. Willi hat mir erzählt, du hast die Brücke hier rüber repariert. Ich hatte nie die Chance. Ich habe dir nie dafür gedankt. Mein Vater hat diese Brücke vor Jahren gebaut, damit die Leute diese Tümpel anschauen können im Sommer. Aber es wurde zerstört, als ein Sturm kam. So konnte niemand mehr hierher kommen. Und nachdem mein Vater weg war, war sonst keiner da, der die Brücke reparieren konnte. Aber du hast es repariert. Niemand anderes sonst hat dich gefragt, aber du hast es trotzdem gemacht. Was jetzt? Ich wünschte, mein Vater würde mehr Zeit mit mir verbringen. Seit er zurück nach Hause gekommen ist, ist er nicht mehr derselbe. Ich glaube, dass er so lange weg war, war sehr hart. Ja, da war ein Krieg, ne? Krieg verändert Menschen. Ich bin so glücklich, dass er zurück ist, aber er ist nicht mehr derselbe. Ich habe keine Lust mehr, den Seestern anzugucken. Ich werde gehen. Tschüss. Ach, der Arme. Aber das ist leider wirklich so. Wie oft gab es schon
Ich sollte nach Vincent gucken heute noch. Wie oft hat man wirklich schon davon gehört, dass Leute vom Krieg nach Hause gekommen sind und waren halt einfach komplett anders da, wegen posttraumatischem Stress und so Geschichten? Schwierig. Schwierig. Also ich möchte nicht irgendwie am Krieg beteiligt sein oder irgendwie eingezogen werden. Was ist das? Kann ich das ausgraben? Huch! Sommerkürbissamen! Huch! Quatsch! Sommerkürbis! Im Sommer pflanzen, dauert 6 Tage bis zur Reife und produziert auch nach der ersten Ernte weiter. What? Da haben wir einen neuen Samen gefunden! Ich dachte gerade, was ist denn das für ein komisches Ding? Weil ich nur oben die Schleife hab hüpfen sehen. Aber das mit dem Krieg, das ist leider traurige Realität. Also es gibt viele Dokus, zum Beispiel auf YouTube, wo berichtet wird oder wo Soldaten, Veteranen halt berichten und so weiter. Und das ist halt echt, echt schwer. Ich möchte kein Soldat sein. Also ich möchte nicht unbedingt das sehen, was viele andere gesehen haben im Krieg. Alleine davon zu hören, zum Beispiel von der Ukraine oder so, das reicht mir schon. Da stellt sich mir alles auf. Wenn ich da immer über diese Kriegsverbrechen höre, wo da die Leute irgendwie gefangen, gefoltert werden und so weiter, möchte ich nicht haben. Wo war denn dieses? Ich habe übrigens mein Pferd auch vergessen. Ach ja, das war ja im Wald, ne? Das war ja gar nicht hier draußen. Schnucki, Yami, wo bist du? Komm zu mich. Da. Komm. Oh, wir müssen auch noch unser Gezubbel verkaufen. Oh, da ist auch ein. Da ist ja auch ein Dingens. Ein Briefkasten. Was haben wir denn? Eine elegante. Keine Ahnung, bitte? Hausgemachter Dünger. Guests and. Provide some high-end groceries? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich nehme es mal mit. Das hat sehr lange Zeit. Vielleicht kriegen wir da was Besonderes. Was haben wir sonst noch? Add wine to Olivia's cabinet. Add cheese. Goat cheese. Okay, die hätte gerne 20 Wein, 10-mal Käse und 10-mal, aua, Ziegenkäse. 20 Wein, um Gottes Willen. So viel Weindinge haben wir gar nicht. Wir müssen Weinfässer bauen, weil die dauert, den ganzen Wein herzustellen, der dauert ja Tage. Und 20 Wein, das schaffe ich aktuell, glaube ich, noch nicht. Hallo? Was bist du denn? Ein Waschbär, hallo? Waschbär, hungrig, brauche Viech. 5-mal Schnecken und eine Flunder. Eine geräucherte Flunder auch noch. Ah ja, komm. Okay. Wird das denn hier angezeigt? Warte. Nee, wird nicht angezeigt. Ja, will er noch eine geräucherte Flunder? Wo soll ich denn die räuchern? Gibt es einen Räucherofen? Dehydrator. Platziere 5 Obst oder essbare Pilze drin, um sie zu trocknen. Es gibt bestimmt einen Räucherofen. Das ist ein Kohleofen. Das kenne ich alles schon. Was ist ein Pilzbaumstamm? Bringt immer wieder Pilze hervor. Je mehr wilde Bäume in der Nähe sind, desto besser funktioniert's. Okay. What the? Was ist denn das? Zeltbausatz. Hiermit lässt sich einmal ein verwendbares Zelt zum Schlafen aufstellen. Kann nur im Freien benutzt werden. Okay. Okay, was ist das? Unheimliche Statue. Irgendwas an der Statue ist verstörend. Ich glaube, das haben wir von Dingens gekauft. Knochenmühle, Mini-Obelisk, Krabbenreuse. So Nahköder. Zeigt an, welcher Fisch an der Leine ist, bevor er gefangen wird. Oh, das ist eigentlich praktisch, ne? Dass man sagt, ach, guck mal, das ist so ein Viech, das brauche ich gar nicht. Komm, geh kacken. Na! Junis!
Schnuckiputzis. Was habt ihr da an diesem Weindingens zu suchen? Oh Mann, ich will nicht so viel aufheben, aber ich muss. Ameno, hört auf damit, hier überall was rumliegen zu haben. Ich habe schon wieder nicht verkauft. Ich wollte eigentlich die Stadt und wollte verkaufen. Pieps. Oh, guck mal, da ist jetzt auch wieder was. Oh, cool, wir haben wieder was zu tun. Piep, piep. Die Symbole... Die Symbole sehen aus wie die Sprache der Unimos. Aber ich kann... Ich bin unfähig dazu, auszumachen, was sie wollen. Ich kann nicht sehen, was sie wollen. Ich kann nicht verstehen, was sie wollen. Oh, vielleicht der Zauberer. Oh, wir müssen zum Zauberer und wir müssen nochmal zu Winnie. Der Zauberer kann es vielleicht verstehen. Alter. Ui. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Ich muss leider mal wieder auf Pause drücken. Huch. Ach, jetzt kommt der Zauberer bestimmt. Hallo. Vadim. Intensive Magie ist um dich herum. Was hast du getan? Eigentlich nichts. Hm? Junimos-Aktivität in dem verlassenen Weingut? Interessant. Auf welchem Objekt? You're caring? Carrying? Carrying? Auf welches Objekt ist betroffen? Ich fühle etwas in meiner Hosentasche. Flup! Was hat denn jetzt... Was ist denn das? Was, wie kommt denn das dahin? Was ist denn hier los? Diese... wundersame goldene Rolle ist verzaubert mit Waldmagie. Oh, bitte folge mir in mein, keine Ahnung, was das für ein Raum sein soll. Da wird man ein bisschen arkane Magie erforschen, analysieren. Was auch immer. Gib mir die Schriftrolle. Und jetzt zurück. Ich bin nicht dazu in der Lage, diese Schriftrolle zu identifizieren oder zu entziffern. Es ist... Also er ist auf jeden Fall nicht in der Lage, das zu entziffern und seine Übersetzungsskills sind eingerostet. Und mir tut der Hintern weh. Und wir sind bei 24 Minuten. Ich will einen guten Freund von mir hierher rufen, um mir zu assistieren. Sie... Exels? Sie ist geübt in alten Sprachen. Antiken Sprachen, glaube ich. Sie ist jeden Augenblick hier. Wen habe ich kontaktiert? Die Hexe von... Hallo, da bin ich.
du hast mich um Hilfe gebeten, Razzi. Razzi? Okay. Diese Rolle, was kannst du damit machen? Diese Schriftrolle. Die Geister, wo diese Geister, wo das geschrieben haben, verstehen ihre eigene Sprache sehr hart. Nee. Das eine Wort war, glaube ich, irgendwie falsch. Das habe ich gerade falsch interpretiert. Es liest sich so, als hätte ein Kind das geschrieben. Ich glaube, das muss sehr jung sein. Also noch ein Baby-Junimus. Ein Junimus hat sich niedergelassen. Ein Junimus hat sich in den Räumen eines verlassenen Gebäudes niedergelassen, das sich westlich von dem Zundersaftwald befindet. Es hat 200 Sternenfrüchte angefragt. Sternfrüchte. Also die, wo wir anbauen können. Nicht diese lilane, ne? Es sieht aus, als wärst du dabei, einen neuen Freund zu gewinnen. Also 200 Sternfrüchte müssen wir anbauen. 200. Weißt du, Vadim? Ich könnte... I could use someone with you... Ich könnte irgendwas mit dir anfangen. Mit Fähigkeiten. Camilla, das ist genug. Oh, ich glaube, die spürt, dass wir auch zaubern können langsam. Du bist nicht witzig, Razzi. Ist das alles, wofür du mich brauchst? Ja, danke. Tschüss. Ich glaube, die hat gespürt, dass wir auch so ein bisschen Magie haben. Die hat irgendwie schon so angedeutet, ich könnte dich mit deinen Fähigkeiten gebrauchen. Sie hat wichtige Sachen in Castle Village zu erledigen. Vergib ihr ihre... Keine Ahnung. Eiligkeit? Deine Bindung zu den Junimus ist faszinierend. Ach, ich muss jetzt langsam echt mal meinen Übersetzer rausholen, ne? Also, da kommen ja jetzt gerade wieder Worte und Sätze, die kenne ich gar nicht mehr. Meine Güte, ey. surpasses. Oh. Deine Bindung zu mir übertrifft meine. Also, ne, du hast eine besondere Bindung zu den Junimus, die übertrifft sogar meine. Machen wir ihm etwa Konkurrenz? Ich muss mal kurz husten, Sekunde. Oh, hoiui, das war dringend. So, ich frage mich, ob das Ergebnis deiner Spenden im Community-Sender sind. Ups. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich war noch nicht drin. So, jetzt aber. Tja, wenn man sich halt mit den Kerlchen beschäftigt, ne? Halte mich auf dem Laufenden. Ich bin fasziniert, wie sich das entwickelt. Also. Wir brauchen 200 Sternfrüchte. Wir haben die Zeit ja gestoppt. Jetzt können wir doch mal schauen, ob wir das jetzt lesen können. 200 Sternfrüchte. Ich brauche Platz, wo ich das anbauen kann. Ich habe auf den Feldern leider überhaupt keinen Platz. Da müsste ich ja was wegreißen. Das möchte ich aber auch nicht. Oh ja, jetzt kann ich sehen. Also 200 Sternfrüchte. Wir müssen eine ganze Menge Sternfrüchte kaufen. Und anbauen. Das heißt, wir werden wohl... in Grampleton Fields ein kleines Feld aufbauen müssen.
Da kann man ja bestimmt, wenn man da Gebäude hinbauen kann, wie Scheunen und Co., kann man da bestimmt auch Felder anbauen. Das heißt, wir werden morgen mal. Ich glaube, wir müssen mal in die Wüste kaufen. Wir werden morgen mal in die Wüste huscheln und werden da eine Fuhre Sternfrüchte kaufen und werden die dann mal anbauen gehen. Naja, der wollte ja auch noch Fisch, ne? Der wollte Schnecken und eine geräucherte Flunder oder so, ne? Wobei ich immer noch nicht weiß, wie ich denn eine Flunder räuchere. Ich habe keine Sternfruchtsamen irgendwo, ne? Aber wir haben Sommerkürbisse, die wir noch anbauen müssen. Haben wir hier noch Platz irgendwo? Ja, haben wir sehr gut. Fünf Tage. Kann nicht denn irgendwo. Oh, guck mal, ich habe hier auch noch nicht gegossen. Entschuldigung, ich habe jetzt die ganze Zeit. Oh, warte. Ich habe jetzt die ganze Zeit so einen harten Frosch im Hals. Oh, aber weißt du, was ich mache? Ich beende hier mal die Folge. Wir sind bei 31 Minuten. Also dann bis gleich. Tschüss.